Von der Politik, aber auch von den Unternehmenslenkern brauchen wir einfach ein tieferes Verständnis der Märkte, die sich nicht erst jetzt neu formen, sondern die durch die Digitalisierung schon Fakt sind. Wir denken noch sehr formatgetrieben. Wir haben ein Manuskript und ein Buch am Ende, ein gedrucktes Buch. Wir Publikumsverlage aber haben die Herausforderung, contentgetrieben zu denken. Das heißt, zu gucken, welchen Stoff habe ich und wie kann ich ihn in die unterschiedlichen Kanäle spielen und neue Lesergruppen erschließen. Wir bewegen uns natürlich dort, wo unsere Leser sind. Für jedes Buch gibt es sozusagen eine genaue Einteilung. Wie erreiche ich den potenziellen Käufer und Leser? Welche Medien nutzt der? Wie agiert er im Alltag? Mit welchen Emotionen kann ich den packen? NetGalley ist eine Plattform für digitale Leseexemplare. Das heißt, Verlage können über die Seite ihre Bücher in digitaler Form als Leseexemplar anbieten für professionelle Leserinnen. Die Zusammenarbeit mit Bloggern ist oft eine sehr schöne, weil das alles lesebegeisterte Menschen sind, die dann eben also sich über Leseexemplare freuen und im Gegenzug eben ihre Rezensionen online stellen. Das Tempo ist irrsinnig schnell geworden. Wir sind mit unserer Produktion sehr, sehr, sehr viel schneller als vor 12 Jahren. Design Thinking wird ausprobiert, neue Methoden, und das ist das, was ich an unserer Arbeit hier im Haus schätze, dass man eben immer neue Dinge ausprobiert, die nicht alle immer funktionieren, aber dass man da so Stück für Stück sich weiterentwickelt, was wirklich unerlässlich ist. Und das sind eben genau die spannenden Momente jetzt der Digitalisierung, wo wir uns nochmal genau anschauen, wie haben wir das denn bisher gemacht und wo können uns die neuen Werkzeuge eben zu mehr Geschwindigkeit verhelfen, zu einer höheren Textqualität. Und wenn uns das gelingt, aus den Inhalten mehr zu machen als nur gedruckte Bücher oder ein E-Book, dann glaube ich, haben wir viel getan für die Zukunft der Verlage letztendlich.